Hallo. Hi. Wir sind Ilan und Anja und bauen uns derzeit ein Tiny House auf Rädern, befinden uns gerade im Innenausbau des Hauses und sind auch noch die letzten Tage jetzt wieder auf der Baustelle. In dem heutigen Video möchten wir euch einen kleinen Überblick wieder verschaffen über die Dinge, die in letzter Zeit passiert sind. Dazu gehören unter anderem die Verstärkung unserer Lofttreppe, die Verbindung oder das Verbindungssystem unserer Podestschubladen, unserer Küche. Hier hinter uns, ja. Und noch ein paar weitere Kleinigkeiten. An dieser Stelle könnt ihr auch gerne schon mal unseren Kanal abonnieren, wenn ihr euch für das Thema Tiny House bzw. auch das Leben auf kleinem Raum interessiert, dann aktiviert auch gerne dieses Glöckchen, dann wisst ihr auch immer Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben hier diese Treppe einmal nicht nur gebaut, sondern auch verstärken müssen. Und da entstand dann irgendwann das Problem, wir dachten, es reicht, wenn wir hier 2,8 cm Wangen nehmen. Das reicht auch tatsächlich, aber bei den Stufen, weil wir ja hier mit Fichte bauen, Leimholzplattenfichte, ist uns die erste Stufe tatsächlich, wie ein Kommentator schon prognostiziert hat, weggebrochen. Und zwar, als wir nach Rat gebeten haben und diese Person dachte, ja, sieht doch alles stabil aus, so wie wir auch. Und dann vorne mal so ein bisschen ausprobiert hat, den ersten Tritt. Und dann ist es auch schon passiert. Also vorne ist quasi die Treppe gebrochen und dann ging es darum, die Treppenstufen zu verstärken, ohne den Raum zu schlucken oder ohne dieses Konzept der Treppe komplett umzuwerfen, dass sie also auch noch einigermaßen schön ist fürs Auge, und haben uns dann für Keile entschieden, also so wie der Kommentator dann auch damals empfohlen hat, und haben uns dann hier für eine Trapezform entschieden, die also unten nicht einfach spitz endet, sondern etwas flächiger und die Kraft dann, so fanden wir es, auch etwas besser abtragen kann nach unten in den Boden hin. Wenn man jetzt denkt, dass man ein Trapez für alle Stufen hätte nehmen können, leider nicht. Alle Treppenkeile variieren in der Höhe tatsächlich und in der Form. Das heißt, das musste alles erstmal zugeschnitten werden. Ein Muster hatten wir natürlich und anhand dieses Musters konnten wir dann auch die anderen erstmal grob zuschneiden und dann anpassen. Runterschleifen, nochmal zuschneiden, runterschleifen. Als wir das dann irgendwann hatten, haben wir diese verleimt. Und jetzt ist es so, dass wir hier dadurch, dass wir uns für eine Trapezform entschieden haben, etwas mehr Fläche haben. Bei der ersten Stufe mussten wir etwas anders vorgehen, da diese ja auch mit dem Durchgang endet und uns schon gebrochen ist. Das heißt, einmal haben wir diese wieder verleimt und dann haben wir von unten mit zwei Stützen gearbeitet. Darüber liegt nochmal eine flächige Paulownia-Platte, 18 mm stark, und dann kommt erst die Stufe. Das heißt, so stützen wir das Ganze, das gesamte Konstrukt von unten, damit auch nichts mehr passiert. Final kann man sagen, wir sind jetzt mit der Treppe sehr zufrieden. Wir laufen sie sehr, sehr gerne. Wir haben jetzt ein sicheres Gefühl. Wir kommen gut nach oben, gut nach unten. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir das Ganze hier verkleiden, damit man dann die Pumpe und den Wassertank, damit man das nicht alles sieht. Wir sind jetzt wieder in der Küche. Hier haben wir schon beim letzten Mal eigentlich noch die Podestplatten zugeschnitten. Alles einzeln natürlich. An zwei Stellen haben wir die Podestplatten auch wieder in den Zwischenraum des Ständerwerks fließen lassen. Einmal hier vorne und einmal rechts neben der Podesttür. Das liegt ganz einfach daran, dass dort noch sichtbare Stellen sind und nicht überall die Küchenblöcke stehen. Das wollten wir einfach zur Sicherheit schön abschließen lassen. Den Rest sieht man nicht. Und final muss jetzt im Prinzip nur noch das Holz verschraubt werden, sofern dann die letzten Stromleitungen auch verlegt wurden. An einer Stelle haben wir das Holz erneut zuschneiden müssen, weil wir gelernt haben, dass die Stabilität des Holzes variiert, je nachdem, wie natürlich die Phase verläuft, wie die Auflagefläche ist. Das haben wir dann also nochmal neu zugeschnitten, neu verlegt und auch das kann jetzt verschraubt werden. Monatelang hatten wir keine Türklinke hier im Haus, weil wir uns bei der Auslieferung der Doppelflügeltür dafür entschieden haben, dass diese ohne kommt, um im Nachhinein zu entscheiden, welchen Look wir präferieren. In diesem Fall ist es so, dass wir dann doch eine nachbestellen mussten bei der Firma, weil einfach nichts gepasst hat. Also keine Form, die uns gefallen hat, hat hier in diese Aluminiumtür gepasst. Das heißt, jetzt haben wir dann doch endlich mal was installiert von der Firma selbst, haben uns dann eben für diesen Ton entschieden, den wir auch bei den Fenstern haben. Das ist dieser Bronze-Gold-Ton, der eigentlich ganz gut harmoniert mit dem Schwarz. Und von außen wollten wir eigentlich gar keinen Türgriff. Einmal, weil wir dann viel zu breit wären mit dem Haus. Wir sind ja schon bei 2,50 Meter. 2,55 Meter hätten wir. Und die richtig schönen Türgriffe sind leider auch deutlich breiter als 5 cm. Also haben wir uns für eine einfache Rosette entschieden. Wollten diese installieren,
Und bei der Installation dieser Rosette ist uns dann auch noch die Schraube abgebrochen, aber ziemlich ungünstig abgebrochen. Was ist da passiert? Abgebrochen. Um diese Schraube wieder rauszuholen, mussten wir ein Werkzeugset bestellen, extra dafür. Und wir hatten auch die Hilfe unseres Herstellers. Das Problem war nur, dass der Bohrer auch noch weggebrochen ist. Dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt reicht's uns, wir verkleben das Ding einfach. Auf den Hinweis unseres Herstellers, dass er doch einen sehr speziellen Kleber hier hat. Und jetzt klebt das. Solange es hält, solange es auch bei Wind und Wetter hält, ist es eigentlich egal. In der Halle wird gerade gearbeitet, deshalb haben wir unsere Schubladenwaggons einfach mit nach draußen genommen, um euch das Ganze zu zeigen. Wir haben insgesamt für unser Küchenpodest 3 große Schubladenreihen vorgesehen, die jeweils 3 einzelne Schubladenwaggons enthalten sollen. Das Video verlinken wir euch gerne nochmal. Wir haben nämlich darüber nachgedacht und das sehr lange, wie wir diese Waggons miteinander verbinden können und trotzdem gewährleisten, dass es A nicht schwer ist, wie die Schubladen aber auch leicht voneinander trennen können und schnell wieder verbinden können. In diesem Fall haben wir mit 2 selbstklebenden 1 mm starken Magneten gearbeitet, die als Pärchen gleich kommen mit Nord- und Südpol. Das Klebchen auf einer Seite schon entfernt und die Magnete an Schublade 1 befestigt. Jetzt mussten wir nur noch das Klebchen auf der zweiten Seite lösen und die zweite Schublade fest andrücken, damit dann auch später, wenn die Schubladen aufeinandertreffen, sie nicht verschoben sind und gar nicht mehr in unserem Schienensystem unter der Küche laufen können. Wir sind total überrascht, dass dieses Prinzip so gut funktioniert. Eigentlich haben wir diese Magnete nämlich für was anderes vorgesehen und diese jetzt zweckentfremdet. Und möchten auf jeden Fall alle Schubladen genauso verbinden. Denn wenn wir diese nämlich jetzt zusammenführen, haben sie einen angenehmen Grip. Wir können die also ganz entspannt als Pärchen oder später auch dann im Dreierwaggon vor- und zurückziehen. Außerdem sind sie unglaublich platzsparend. Wir haben also nur eine 2 mm starke Lücke zwischen 2 Schubladen. Das hätten wir jetzt mit keinem Hakensystem hinbekommen. Das Einzige, was dann noch später zu testen ist, ist, ob wenn die Schubladen voll beladen sind, wir haben es jetzt glaube ich mit 7 Kilo mal versucht oder 10 Kilo, 10, ja. Das funktioniert. Wie das dann am Ende mit voll beladenen Schubladen ist, werden wir sehen. Im schlimmsten Fall knallen wir dann einfach noch 2-3 Magnete dazu. Das war's auch wieder für heute. Wir hoffen, dass euch das Update unserer kleinen Fortschritte Step by Step, wie gesagt, gefallen haben. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis Tschüss. Dahin. One more time.